Jo, servus ihr Lieben, hier ist Jalfi. Es geht wieder los mit Raubritter. Diesmal habe ich aber Unterstützung mitgebracht. Der Koopa meines Vertrauens macht heute mit. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, ob ich das noch mit aufnehmen kann. Ich werde sehr einfach dieses Spiel mal erstellen und werde mal gucken, was ihr auf meinem Bildschirm zu sehen kriegt. Und ja, mal gucken, ob daraus eine Session wird oder ob das eine einfache Nummer bleibt. Sollte der Koopa meines Vertrauens Bullshit machen in euren Augen, bitte verzeiht's ihm. Der hat irgendwie das letzte Mal Raubritter vor einem Jahr gespielt. Und insofern gucken wir mal. Also legen wir los. Kooperativ, ich bin der Horst. Ich erstelle das Spiel. Ein neues Spiel. Ja, ich mache mal ein Wappen. Das ist mir eigentlich egal. Nehmen wir das Wappen. Wappen. So, der Name der Sitzung heißt Schnüftokles. Das wird auch eine Zweiersitzung von uns beiden. Und das Passwort ist so, wie der Hund heißt, großgeschrieben. So, eigentlich müsstest du das finden. Genau. Genau, ihr müsst dann auf Spiel finden klicken und dann das Spiel aussuchen, was ihr erstellt habt. So, ich bin da. Habe ich einen Tippfehler gehabt? Das wäre natürlich doof. Nee. Okay. Nummer 2 kommt hoffentlich auch gleich. Ja. Na, seht ihr mal, Grimwulf ist dem Spiel beigetreten. Mal gucken, ob Grimwulf hier. Ah, da steht Grimwulf. Der sieht genauso aus wie ich auch. Hallo? Ja, und du siehst mich auch, ne? Alles klar. Au! Au, jetzt kriegt der. Ich habe gedacht, der schlägt vorbei. Nein! Ich habe gleich einen Treffer abgekriegt. Entschuldigung. Ja, ehrlich. Ich hau auch gleich mal zu. Aber der Bug ist immer noch. Warte mal, also. Eigentlich müsstest du ein paar Oder Sachen ist haben. mein Also, Inventar? hast du was im Inventar? Nö. Okay, hat dann immer nur der Horst was im Inventar? Das weiß ich nicht. Ich Gut, weiß nicht, dann. hast du zwei Stück im Inventar? Ja. Oder? Ich weiß Können aber. wir irgendwie miteinander interagieren? Ich glaube nicht. Gut, also. Oder gibt es irgendwo eine Kiste? Kannst du irgendwas fallen lassen? Oder? Ich kann was fallen lassen, das könnte ich tatsächlich mal machen. Also ich lasse jetzt mal die Axt fallen und die Schaufel. Die kannst du dir dann mal nehmen. So, hast du? Gut. Dann hätte ich fast gesagt, machen wir mal einen Schlachtplan, ne, wo wir hinwollen und so weiter. Da gehen wir mal auf die Karte, genau. Das sind ja jetzt ein paar Symbole ergänzt, oder? Ja, genau. Also diese Karte, diese ist. Aber die ist ja ein rechter Scharfscheiß. Ja, nun Der bleib Optik hier. mal locker. Das wird sich vielleicht auch noch mal ändern. Also hier wird gerade über die Karte gemotzt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, wenn Grimwulf redet. Aber prinzipiell ist die Karte in Ordnung. Es gibt so ein paar Sa es gibt ein paar Stoffe, die sind wichtig in diesem Spiel. Der wichtigste Stoff insgesamt ist Raseneisenstein für den Start. Einfach um relativ schnell die Schmiede in die Gänge zu bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Raseneisenstein findet man hier an dem See, da wo ich gesiedelt habe, im Einzelspiel. Hier da an der Flussmündung, wo der Fluss in den See mündet. Warst du mal hier unten? Ja, da war ich auch schon mal. Prinzipiell kann man das machen.
Aber ich würde davon Abstand nehmen, weil dann der Weg zur Anwerbung so unendlich weit ist. Okay, wo ist die? Die ist da oben, da wo die Menschen sind. Da wo die, okay. Und was ist hier drüben, der kleine? Das ist ein kleiner Weiher. Ja. Ja, prinzipiell können wir das mal versuchen. Da müsste es tatsächlich auch Raseneisenstein geben. Was es da eventuell nicht gibt, das müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir das da. Ist Stein. Also ich denke mal, Stein könnte das schwierig werden hier in dem Bereich. Und was auch schwierig werden könnte, ist Sand, weil ich bisher Sand tatsächlich auch nur hier in dem Bereich rund um den See gefunden habe. Und dann ist es außerdem, auch das habe ich erst heute gefunden, hier südlich vom See, da nordöstlich vom Elch, da ist Kalkstein. Und hier hinten, südlich von dem Hirsch, da in diesem, ja, weiß ich nicht. Ja gut, dann folge ich dir einfach unauffällig. Naja, also diese Ecke, wo ich gesiedelt habe, die finde ich prinzipiell nicht so gut, weil da nämlich immer wieder die Bäume nachsprießen. Also ich hätte fast gesagt, wir können ja eventuell uns einmal umgucken. Und was hältst du von hier, da an dem Weg? Oder sind da die Wege so weit? Prinzipiell würde es da noch gehen, aber da müsste man sich auch was freiräumen. Aber da, hier in diesem Bereich, da wo der Hase ist, da könnte man das mal versuchen. Das wäre auch eigentlich auch so ziemlich die erste Wahl bei mir gewesen. Hier. Das können wir auch machen. Also, dann dackel mal los, wo du siedeln willst. Ich folge unauffällig. Ja gut, das wollte ich gerade sagen. Ja, sonst dackel ich los. Also der Weiße bin ich, ne? Ja. Kann sein. Also, mein Koop-Partner meines Vertrauens läuft los. Und fängt schon mal an, Bäume zu fällen. Also du willst hier auf die Wiese, ja? Ja, oder? Ja, hier ist schön, hier ist super. Oder oberhalb von dem Kamm, was man's. Können wir auch gucken. Aber hier haben wir den Wald vor der Haustür. Ja, und vor allen Dingen haben wir hier auch Steine vor der Haustür. Hier ist richtig viel Stein sogar, das ist sehr, sehr gut. Also diese Wiese, die würde sich sogar rentieren, glaube ich. Also ich würde schon tendenziell hier eher siedeln wollen. So, also schlägst du dann sowohl Kiefer als auch Fichte, oder? Ach so. Ich frag dich deshalb, sonst. Ich schlag hier einfach gerade nur Wald los. Naja, weil wir halt für den Anfang. Wir brauchen beides? Wir brauchen prinzipiell beides, aber am Anfang brauchen wir Kiefer dringender. Okay, so, warte mal, das ist dann eine Fichte, das ist eine Kiefer. Also die Kiefern, die sind hochbeiniger, mehr oder minder, und die Fichte. Ja, ich dachte, es genau andersrum. Und da drüben haben wir Birke. Birke ist sehr, sehr wichtig auch. Also Birke, das ist eigentlich hier schon ein ganz guter Platz, auch weil es zum Einkaufen nicht so weit ist, ne? Oder vielmehr zum Geld verdienen. Einkaufen wollen wir hier ja gar nicht so viel. Gibt es jetzt eigentlich auch Siedlungen hier, oder ist? Ja, also sind die noch nicht drin? Es gibt Siedlungen prinzipiell, aber da ist außer bei der, wo man Leute anheuert, noch nicht viel los, wenn du mal auf die Karte guckst. Siehst du da das Wildschwein? Also auf die Karte gucken. Das rechte von den beiden Wildschweinen. Und da drüber ist so ein Spatter. Genau, da ist eine Siedlung, dann ist hier neben dem Kalksteinbruch bei dem Hirsch ganz rechts, da ist auch eine Siedlung. Da, wo das Goldbergwerk ist, ganz oben links, da ist, das wird wahrscheinlich so ein Raubritterlager sein. Okay. Also hier oberhalb von diesem kleinen Weiher, den du da am Wickel hattest. Aber bisher bemannt sind, soweit ich weiß, halt nur die, wo man auch Leute rekrutieren kann. Ja, ich denke, da müssen sie aber die Karte nochmal aufbohren, oder? Ja, werden sie mit Sicherheit. Also die Karte, denke ich mal, die wird noch verschönert, aber ich glaube, im Moment haben die auch eher andere Sorgen. Die Größe. Ja.
Also sonst, sag mal, wenn du mit 10 Mann Koop, ich glaube, du kannst einstellen irgendwie bis 10 Mann, ne? Ja. Das ist dann wegen kleiner auf zukünftige. So, also was ich jetzt mal mache, ich werde mal die Gilde der Baumeister bauen. Dann können wir nämlich anfangen, auch Gebäude zu bauen. Du bist ja eigentlich derjenige, der relativ gutes Augenmaß hat. Da würde ich dich dann immer bitten, die Gebäude auch zu positionieren. Ach so, okay. Wo möchtest du denn die Gilde der Baumeister hinhaben? Wo soll unser Baudings hin? Ach so, das ist nicht einfach ein Hammer, sondern das ist... Das rüstest du aus? Kannst du auch mal bauen? Sonst bauen wir zwei. Ja, bauen wir ja nicht, oder? Naja, eins rechts, eins links kann schon nicht schaden. Also, ja, ist egal. Also jetzt, gut. Ja. Genau, das kannst du ausrüsten und dann mal, genau. So sieht das aus und das sind diese Bauhäuschen im Prinzip. Und also das hat sich bei mir bei meinem Einzelspielstand schon bewährt, irgendwie rechts und links was zu haben, samt Lagerhäusern, dass man nicht immer so weit überall hinlaufen muss. Dann würde ich es hier an dem Ding postieren. Ja. Hier im Endeffekt die komplette Fläche und du machst hier drüben. Ja, okay, machen wir so. Ich knall dir dann hier meine Kiefernstämme mal für dieses Ding, ne? Dann kannst du die nehmen. Kiefer und Fichte. Da bin ich doch gerade mein Lager hinbauen. Ach so, entschuldige, bin ich weg. Okay. Ich sag's ja nur ungern, aber... Ach so, nee. Was? Nee, okay. Hast du? Ja, super. Ach, scheiße, schon wieder. Dann kann ich es da reinschmeißen, oder? Ja. Und dann würde ich dir auch ein Werkzeug abtreten, liegt auch im Lager. Ein Hase und jede Menge Rotwild. So, ist im Lager. Danke, damit müssten unsere Leute jetzt eigentlich anfangen können zu arbeiten. Und ich gehe jetzt mal schaufeln. Also Bohrenspeicher brauchen wir einen oder zwei? Da reicht einer. Okay, und was brauchen wir noch? Also ich wäre dir dankbar, wenn du noch ein zweites Lager machen könntest, dass ich das mitnehmen kann an See, denn ich werde mich da jetzt rumtreiben und buddeln. Okay. Ich werde jetzt meine Axt ins Lager schmeißen. Und alles Gelumpe, was ich so hab, und dann gehe ich buddeln. Und der Kornspeicher ist egal. Müssen wir den selber versorgen, oder? Nee, aber der muss da sein, damit unser Fritze vom Forsthaus was reintun kann. Ja, ich werde auch mein Werkzeug hier reinbringen, damit bin ich fast kastriert quasi. Also ich kann jetzt nur noch buddeln und kochen. Okay, hier ist noch nichts drin, insofern kann ich auch noch nichts kochen. Drüben bei dir, ne? Also bei deiner... Nee, bitte einfach ins Lager reintun, das Lagerhaus produzieren und in das Lagerhaus legen, was wir haben, dass ich das mit nach vorne an den See nehmen kann. Arbeitercamp auch einfach ins Lager rein, genau. Das wäre super.
Also wie du das willst du den Brennofen gleich bei dir aufstellen oder? Nee, kann ich nichts, im Moment noch nichts mit anfangen. Kannst du da aufstellen? Einfach weil wir ja noch keine Kohle haben. Hallo ihr Lieben, Grimwulf und Tjalfi melden sich mal wieder von der Arbeitsfront. Wir haben jetzt den ersten Stufenaufstieg geschafft. Wir sind jetzt Adliger, wir beide. Jawohl, haben auch ein bisschen Geld auf Tisch, also dass wir nicht gleich wieder degradiert werden. Und es scheint tatsächlich so, dass wir, also ich hatte den Eindruck, das müssen wir beim nächsten Stufenaufstieg nochmal prüfen, dass wir wirklich 2500 Piepen pro Nase haben müssen. Also wir hatten lange relativ viel Geld, ohne dass da irgendwas passiert ist, also irgendwie so bummelig 3000 Piepen. Und erst als wir über die 5000 Marke rübergegangen sind, sind wir aufgestiegen. Vielleicht war auch einfach nur die Zeit nicht rum, das weiß ich nicht, aber das müssen wir nochmal beobachten. Insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, spielt sich das im Koop zu Anfang schwerer, wenn man halt wirklich mit diesen beiden Äxten und dem Werkzeug auskommen muss. Wenn man dann aber die Schmiede hat und im Prinzip die Werkzeugsituation kein Problem mehr ist, dann wird es halt viel, viel einfacher, hätte ich mal so gesagt. Und insofern, ja, weiß ich nicht, was haben wir gemacht? Wir haben eine Arbeitsteilung gemacht. Ich durfte schmieden, Schwein gehabt, Extraktion haben wir alle gemacht. Grimwulf ist der Zimmermann und der Metallurg. Wie nennt sich der denn? Naja, der Metallpapst. Was? Metallologe? Ich weiß auch nicht. Also ich werde dann hinterher noch den Kocher und den Näher machen. Also ab jetzt ist Schmieden auch wieder für uns beide. Also da darf jetzt jeder ran. Einfach weil es ja wirklich nur interessant ist, die Stufe 2 vom Schmieden zu erreichen, dass einer von dem Team auch diese Spitzhacken herstellen kann. Hallo ihr Lieben, Tjalfi hier. Es geht noch einmal um die Co-op-Session. Der Koopa meines Vertrauens steht gerade unter der Dusche. Also das heißt, der hat noch nicht mal seinen Rechner an. Was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. Wir gehen mal auf das kooperative Spiel, gehen auf Spiel erstellen und versuchen mal den Spielstand zu laden, mit dem wir gestern Schluss gemacht haben. Hier ist er. Also ich war der Host. Das heißt, dieser Spielstand ist durchaus auch auf meinem Server oder auf meinem Rechner lokal gespeichert. Ich werde das laden. Ich nenne das wieder die Sitzung Schnüftukles. So. Nummer 2. Tipp hier wieder das Passwort ein, was wir gestern vergeben hatten. Und voilà. Obwohl mein Partner gar nicht dabei ist, als Host. Oder nee, anders. Obwohl, also ich war der Host und obwohl mein Partner nicht dabei ist, lädt er den Spielstand. Es dauert ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das auch so gewollt ist. Das heißt, ich könnte jetzt ohne meinen Koop-Partner hier weiter was für unser zukünftiges Großimperium tun. Ihr seht hier jetzt nicht den Startbildschirm von dem Raubritter, sondern ihr seht mal meinen Steam-Account. Was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. Und zwar geht es darum, kann man im Prinzip die Safe Games auf unterschiedlichen Rechnern spielen, also sprich synchronisiert das Spiel Raubritter die Dateien so, dass man von überall Zugriff haben kann. Mein Freund hört zu, vielleicht kann der auch eingreifen, wenn ich Blödsinn erzähle. Das kann man prüfen über Eigenschaften. Also ihr klickt rechts auf das Spiel, geht in die Eigenschaften und hier steht bei den allgemeinen Eigenschaften nichts von irgendwelchen Synchronisationen oder so mit der Steam Cloud. Ich zeige euch mal ein Spiel, wo es geht. Also bei Farthest Front hier weiß ich, dass es geht. Da sehen die Eigenschaften anders aus. Hier, ne, habt ihr jetzt den Reiter oder den Button Steam Cloud
Und wenn der aktiviert ist, könnt ihr wirklich von überall auf eure Speicherstände und so weiter zugreifen. So, insofern, bei Raubritter ist das aktuell noch nicht möglich, vielleicht kommt das noch. Und was Grimwulf eben noch gesagt hatte, das ist vielleicht für die Paradox-Spieler ganz wichtig, da hast du halt nicht nur die Möglichkeit, im Koop zu spielen und in der Cloud die Daten zu halten, sondern du hast als Nicht-Host auch die Möglichkeit, einen Speicherstand anzulegen. Diese Möglichkeit hatte Grimwulf gestern bei der Aufnahme von Raubritter im Koop nicht. Der Einzige, der da speichern konnte, das war ich als Host und eben nicht anderweitig. Und für diese Paradox-Spiele gilt das wohl, also ich habe das noch nie ausprobiert, dass man dann, wenn man einen eigenen Speicherstand hat, auch als Nicht-Host, dass man ab da dann wirklich auch das gemeinsame Spiel weiterspielen kann. Ist das korrekt? Auch alleine. Ja, auch alleine. Ja, genau. Also so viel dann vielleicht zu Clouds und Synchronisation und Koop und so weiter. Also der langen Rede kurzer Sinn, hoffen wir mal, dass auch Raubritter diese Synchronisation freigibt. Das wäre ja schon mal schön.